Beth kommt für ein Wochenende aus London nach Kroatien, um ihre beste Freundin zu besuchen, zu deren Haus sie mit Hilfe des örtlichen Taxifahrers Sin gelangt. Der Mann hinterlässt ihr seine Karte, falls sie ein Taxi braucht. Kates Freundin hat für ihr Treffen ein Luxusapartment mit der Kreditkarte ihres Ex-Mannes gemietet. Die Damen trinken Champagner und Beth schenkt Kate eine schwarze Onyx-Halskette, die sie online gekauft hat. Sofort fällt eine der Perlen von der Halskette ab. Nach einem Gespräch mit ihrem Mann Rob, der mit ihrer kleinen Tochter in London geblieben ist, gehen die Mädchen los, um sich zu amüsieren. Auf dem Weg aus dem Haus treffen sie den Besitzer von Kates Wohnung, Sebastian. Im Restaurant offenbart Kate, dass sie jetzt die Kreditkarte ihres Ex-Mannes Jay benutzt, den sie beim Fremdgehen erwischt hat, und dass sie sich jetzt mit anderen Männern vergnügt. Beth sagt, dass sie und ihr Mann im Moment eine schwierige Beziehung haben und sie seit einem Jahr keinen Abend mehr miteinander verbracht haben. Plötzlich stellt sich heraus, dass Kates Ex-Mann die Kreditkarte doch gesperrt hat, und Beth zahlt die Rechnung selbst. Kate schlägt vor, weiter in die Bar zu gehen, wo sie sich unbedingt ein paar Jungs zum Abhängen suchen sollten. Sin fährt die Mädchen in die Bar. Der Mann sagt, dass er vor dem Krieg in Syrien in dieses Land geflohen ist, worauf Beth antwortet, dass sie früher syrischen Flüchtlingen geholfen hat. In der Bar treffen die Freundinnen auf ein paar gut aussehende Männer, die die Mädchen zu Cocktails einladen. Nach dem geselligen Beisammensein schlägt Kate vor, die Party in ihrer Wohnung fortzusetzen. Beth wacht am nächsten Tag um die Mittagszeit mit Gedächtnisverlust auf. Sie sieht Anzeichen für eine Party in der Wohnung, aber sie kann ihre Freundin nicht finden und Kates Telefon wird nicht beantwortet. Rob fragt seine Frau, ob sie sich am Abend zuvor gestritten hätten. Da dies nicht der Fall war, wird ihre Freundin wahrscheinlich bald wieder auftauchen. Beth geht zu Sebastians, aber der Mann hat das Mädchen nicht gesehen. Er erinnert sie jedoch daran, dass es laut Vorschrift verboten ist, Männer über Nacht in die Wohnung zu bringen, sodass die Dame eine Strafe zahlen muss. Die Frau wendet sich an die Polizei, aber Detektive Pavich teilt ihr mit, dass sich die Polizei erst in 24 Stunden mit der vermissten Person befassen wird, da die promiskuitive Freundin wahrscheinlich von selbst wieder auftauchen wird. Dann telefoniert Beth mit Sin. Die Frau erzählt von Kates Verschwinden und bittet den Mann, sie in die Bar zu bringen, in der sie gestern gesessen haben. Als sie dort ankommt, versucht sie vergeblich, vom Barkeeper etwas zu erfahren, bis der Taxifahrer ihr unerwartet hilft. Das Mädchen findet heraus, dass es sich bei den beiden Typen um lokale Escorts namens Matteo und Luca handelt. Und es scheint, dass die Männer von ihrer Freundin direkt in der Bar angeheuert wurden. In der Nacht ruft Beth ihren Mann an und warnt ihn, dass sie noch ein paar Tage in Kroatien bleiben wird, da sie sich um das Verschwinden ihrer Freundin kümmern muss. Später findet Beth die Männer über die sozialen Medien und informiert sie. Ein als Kunde getarnter Taxifahrer arrangiert ein Treffen mit einem Mann in einem Café, wo sich im Laufe des Gesprächs herausstellt, dass es Kate war, die Beth mit Rob bekannt gemacht hat. Als Matteo und Luca auftauchen, erkennen die Männer das Mädchen und versuchen sofort zu fliehen. Sin holt einen der Flüchtigen ein. Der Mann erzählt ihnen, dass sie sich um 3 Uhr morgens von Kate, die sie angeheuert hatte, getrennt haben, indem sie ihre Handtasche stahlen, die die Komplizen an ein Pfandhaus verkauften und sie nie wieder sahen. Beth nimmt die Handtasche und das Telefon ihrer Freundin und geht damit zur Polizei. Vor dem Polizeirevier bittet sie ihn darum, bei der Befragung nicht erwähnt zu werden, damit er keinen Ärger mit seinem Visum bekommt. Detektive Kovacs ist überrascht, als sie erfährt, dass ihr Kollege Pavich am Vortag eine Vermisstenanzeige nicht entgegengenommen hat und übernimmt den Fall. Sie schickt Beth zu einer medizinischen Untersuchung, um sicherzugehen, dass sie nicht unter Drogen gesetzt wurde. Das Mädchen ruft Kates Ex-Ehemann Jay an. Doch der Mann teilt ihr mit, dass er seit 2 Wochen nicht mehr mit Kate gesprochen hat. Es stellt sich heraus, dass die Frau im Restaurant nicht mit Jay, sondern mit einer anderen Person telefoniert hat. Außerdem sagt Jay, dass ein so plötzliches Verschwinden ganz im Sinne von Kate sei, so dass es keinen Grund zur Sorge gebe. Als sie in die Wohnung zurückkehrt, erfährt sie, dass ihr Mietvertrag abgelaufen ist und bald neue Mieter einziehen werden. Sebastian schlägt ihr jedoch vor, in seine andere Wohnung zu ziehen, bis sie Kate gefunden hat. Nachts will Beth mit Sin erneut auf die Suche nach Kate gehen. Doch plötzlich taucht ihr Mann bei ihr auf und sagt, er habe seine Tochter mit dem Kindermädchen zu Hause gelassen. Der Taxifahrer fährt weg und Rob schimpft mit seiner Frau, weil sie in das Auto gestiegen ist, möglicherweise zu dem potenziellen Entführer ihrer Freundin. Doch als Beths Nerven versagen, tröstet ihr Mann sie. Bald erfahren die Eheleute, dass Kate gefunden worden ist. Die Leiche des Mädchens wurde im Wasser gefunden.
Ohne eine Autopsie ist es jedoch unmöglich zu verstehen, was wirklich mit ihr geschehen ist. Beth bleibt in der Stadt, um auf die Ergebnisse der Autopsie zu warten, und ihr Mann kehrt nach London zurück. Am Abend bittet das Mädchen Parvech, sie zum Leichenschauhaus zu bringen, um sich von Kate zu verabschieden. Als sie mit ihr allein ist, entsperrt sie Smartphone mit Hilfe des Gesichts ihrer Freundin. Aus dem Telefon erfährt sie unerwartet, dass Kate sich im Restaurant mit Rob gestritten hat. Auf dem Smartphone befindet sich auch ein Liebesbrief zwischen Beths Mann und Kate, in dem die Dame im Finale darauf besteht, dass Rob seine Frau verlässt. Die nächste Neuigkeit ist, dass im Blut der beiden Mädchen dieselbe Droge gefunden wurde, aber Matteo und Luca haben ein Alibi für die Zeit des Mordes. Die Besucher der Bar haben die beiden Mädchen streiten sehen. Beth erinnert sich zwar daran, dass sie sich darüber stritten, ob sie die Party in der Wohnung mit zwei Typen fortsetzen sollten. Aber sie wird zu einer der Hauptverdächtigen. Das Mädchen erzählt Sinn alles und vermutet, dass Kate sie unter Drogen gesetzt haben könnte, um die Untreue ihrer Freundin zu provozieren, woraufhin ihr Mann sie verlassen würde. Während Robs Anruf sagt Beth ihm, dass sie alles über Rob und Kate weiß und dass der Mann alles gestehen muss. Am Morgen wird Beth plötzlich verhaftet, und auf der Polizeiwache wird ein Foto von ihr und Sinn gezeigt. Es stellt sich heraus, dass der Taxifahrer mit der albanischen Mafia in Verbindung steht, die in Menschenhandel verwickelt ist. Die Ermittlungen legen daher nahe, dass das Mädchen den Syrer angeheuert hat, um eine Freundin zu töten, die die Geliebte ihres Mannes ist. Beth wird von einem Anwalt aus der Untersuchungshaft entlassen, der aber sofort sagt, dass dies nur vorübergehend ist, da die Polizei einfach noch nicht genügend Beweise gegen den Verdächtigen hat. Als das Mädchen in die Wohnung zurückkehrt, findet sie dort Sinn vor, der sagt, Sebastian habe ihn hereingelassen. Der Mann erzählt ihr, dass er in Syrien als Arzt einem albanischen Jungen das Leben gerettet hat und dessen Vater aus Dankbarkeit dem Taxifahrer geholfen hat, illegal nach Kroatien zu kommen, und das ist das Ende seiner Verbindung zur albanischen Mafia. Alleingelassen beginnt Beth sich zu fragen, wie die Polizei von der Untreue ihres Mannes erfahren hat, von der sie ihnen nichts erzählt hat. Plötzlich entdeckt sie eine versteckte Kamera im Spiegel ihres Zimmers, die ihr Gespräch mit Rob aufgezeichnet haben muss. Beth erinnert sich, dass sie Parvech zusammen mit Sebastian gesehen hat. Das Mädchen stiehlt in der Küche einen Schlüssel zu Sebastians Wohnung. Dort findet Beth ein Studio mit Kameras, mit deren Hilfe der Mann seine Mieter überwacht hat. Beth zieht sich das Filmmaterial vom Freitag an und erfährt, dass sie nach ihrer Rückkehr aus der Bar einfach ins Bett gelegt wurde, woraufhin Kate und die Männer in den Whirlpool auf dem Balkon gingen. Und als Kate ins Bad ging, stahlen die Männer ihre Handtasche und flohen aus der Wohnung. Das Mädchen bemerkte das Verschwinden, rannte auf die Straße und verfolgte die Gauner mit einem Taxi. Kate kam in einem anderen Auto mit einem Stoßstangenaufkleber zurück. Plötzlich kehrt Sebastian zurück und Beth versucht zu fliehen. Der Mann entschuldigt sich, dass er die Kameras zu Sicherheitszwecken installiert hat und beginnt gleichzeitig, alle Aufnahmen zu löschen. Das Mädchen hält ihn auf und bricht später aus der Wohnung aus. Auf der Straße trifft sie Sehn, dem sie erklärt, dass ihr Vermieter die Mieter heimlich beobachtet, aber alle Bänder gelöscht hat und dass sie nun möglicherweise wegen Körperverletzung des Mannes angeklagt wird. Mit dem von Beth über die Kamera aufgenommenen Kennzeichen kommt das Paar am Taxistand an, wo das Fernsehen bereits berichtet, dass das Mädchen gesucht wird. Sie treffen den Fahrer, der Kate nach den Dieben mitgenommen hat, der ihnen mitteilt, dass er das Mädchen nur zur Polizeiwache gebracht hat. Plötzlich taucht die vom Taxichef herbeigerufene Polizei auf, darunter Parvech, an dessen Auto Beth den Aufkleber erkennt. Die Polizei nimmt die Verfolgung des Paares auf. Nachdem sie sich von der Verfolgung losgerissen hat, spricht das Mädchen über das Auto des Detektivs, das vielleicht etwas mit dem Mord an Kate zu tun hat. Sehn beschließt, die Polizisten auf eigene Faust abzulenken, aber das klappt nicht und Parvech verfolgt das Mädchen weiter. Der Detektiv fährt das Mädchen auf das Dach eines der Gebäude. Beth schreit, dass er ihre Freundin getötet hat, weil er wahrscheinlich die Nacht mit ihr verbringen wollte, aber sie ihn abgewiesen hat. Der Polizist erwidert, dass Kate eine billige Tussi sei. Doch als Kovacs auftaucht, stürzt der Mann aus Versehen. Am Morgen berichtet Kovacs, dass sie einen Teil von Sebastians Band wiederherstellen konnten und sich einige Aufnahmen der Straßenkameras ansehen konnten. Aus dem Video schloss der Detektiv, dass Parvech das Mädchen wirklich umwerben wollte, nachdem sie ihre Tasche als vermisst gemeldet hatte. Nachdem die Frau ihn jedoch abgewiesen hatte, verletzte er sie am Kopf und warf sie ins Wasser. Zu Beths Überraschung erklärt die Detektivin, dass ihr Kollege Parvech früher für die Sittenpolizei gearbeitet hat, wo sich Häftlinge manchmal über seine Belästigungen beschwerten, aber alle zogen ihre Beschwerden danach zurück.
Beth verabschiedet sich von Zane und dankt ihm für seine Hilfe. Das Mädchen kehrt nach London zurück, wo sie ihm nach der Scheidung von ihrem Mann erlaubt, ihre Tochter manchmal zu sehen. An einem dieser Tage bittet das Mädchen Rob, ihr die Autoschlüssel zurückzugeben, und der Mann bittet sie, sie in seiner Jackentasche zu suchen. In der Tasche entdeckt Beth plötzlich einen Stein, der aus Kates Halskette gefallen ist, die sie in Kroatien bekommen hat. Das Mädchen geht auf die Toilette und wählt Kovacs an, wird aber von ihrem Ex-Mann unterbrochen. Beth beschuldigt den Mann sofort des Mordes an Kate und zeigt ihm den Stein der Halskette. Rob erzählt, dass er Angst hatte, seine Frau würde von ihrer Beziehung erfahren und dass er nachts zu seiner Geliebten flog, um sie zu bitten, zu schweigen. Wie wir wissen, forderte Kate Rob auf, seine Frau zu verlassen, aber nur, weil die einmalige Affäre dazu geführt hatte, dass der Mann von ihr besessen war und ständige Treffen verlangte, und Kate wollte keinen solchen Ehemann für ihren besten Freund. Während des Streits schubste der Mann Kate, so dass sie mit dem Kopf auf einen Felsen schlug und ins Wasser rollte. Nun bittet Rob seine Ex-Frau, ihn nicht bei der Polizei anzuzeigen, unter dem Vorwand, es sei ein Unfall gewesen. Doch Beth zeigt ihm das Telefon, auf dem Kovac sagt, sie habe alles aufgezeichnet und bereits die Polizei gerufen. Schließlich wehrt Beth Robs Versuche ab, sie aufzuhalten, und verlässt die Wohnung mit dem Baby, als sich Polizeiautos dem Haus nähern. Dies ist das Ende des Films. Danke, dass ihr euch den Film bis zum Ende angesehen habt. Gebt diesem Video ein Like. Schreibt in die Kommentare, was ihr über diesen Film denkt, und wir sehen uns in neuen Videos.